Aber wer den Zorn nicht auslebt, kommt über kurz oder lang einen Kropf über. Und irgendwann putzt es ihn auch. Ja, jetzt könnt ihr auslesen. Ja? Nein, nichts gegen die Bibel. Vor allem nichts gegen das Alte Testament. Weil da hat man wenigstens noch ein normales Verhältnis zum Zorn. Oder glaube ich, die Geschichte von Kain und Abel wäre gleich süffig zum Lesen, wenn der irgendeinen so Psychotherapeut reingefunkelt hat. Ich glaube es nicht, hä? Ich meine, sind wir ehrlich. Ohne ein bisschen Rampazampa, ein bisschen Stimmung, weißt du, Zorn Gottes mit Klipp und Tatsch und Blitz und Tande, hä? Ohne das wäre doch die Bibel nie zu einem so weltweiten Bestseller geworden. Wer könnte vergessen? Und darum sage ich, bevor ich meine Gesundheit aufs Spiel setze und den Zorn abschlucke, ist doch schlau, wenn es jemand einmal ein bisschen rappelt. Und so bist du dann im Endeffekt auch besser für die Krankenkasse. Oder wieso glaube ich dir, dass wir jetzt in Innerrhoden die tiefsten Prämien haben? Und auch wirtschaftlich hat der Zorn interessante Aspekte. Seit neuestem sind wir ja schon gar ein Steuerparadies. Und da kommt ja nicht von ungefähr. Nein, bei weitem nicht. Ich persönlich, als Bürger, als Eidgenoss, bin doch in den letzten Jahren regelmäßig aufs Steueramt vorsprechen. Ich meine, wenn die mir eine Veranlage schicken, oder noch schlimmer, eine Rechnung, die frechen Siechen, die. Dann ist das einmal eine erste Kontaktaufnahme. Dann hat man einmal eine gewisse Gesprächsgrundlage. Die eigentliche Verhandlung findet dann sowieso später statt. Auge in Auge. Quasi im Angesicht des Steuerbeamten. Natürlich immer der Sache entsprechenden und vor allem immer einen angemessenen Ton. Ich sage einmal zu dem Steuerbeamten. In nützigen, traurigen, verdäserten, blutsaugen, Effekte, in Habsburgen, wenn ihr seht, dann sollte man doch den Bürostuhl oder den Viertel nachzenden und selbst sollte man. Und? Hat's nicht genützt? Hä? Eben. Ich bin überzeugt, wenn man zu seinem Zorn will stehen, wenn man ihn ungeniert will ausleben, dann hätten wir doch viel Problem gar nicht. Aber heutzutage säckeln die harmoniesüchtigen Pfutschili. Viel lieber zum Psychotherapeut oder gehen Sie es nicht zu einem so Hokus-Pokus-Doktor Triangel spielen. Anstatt dass er mal so richtig Worte auf den Tisch habe, klopfen, wie es braucht und recht ist. Ich meine, sind wir ehrlich, was fängt denn so ein Psychotherapeut schon aus? Hä? Nicht viel. Nach einem halben Jahr kommt er auf die glorreiche Idee, dass wir einen Vaterkomplex haben. Das ist doch ein Witz. Für den musst du jetzt sicher nicht in die Therapie. Wenn ich doch so ein verstörtes Huscherli anschaue, ist doch mir sofort klar, dass da nicht ein Vaterkomplex das Problem ist, sondern im Gegenteil, fehlender Gehorsam. Weil wenn der Vater von genau so einem Blümli seine Erziehung gerade ein bisschen ernst genommen hat, dann hätte er vielleicht gescheit jemand einmal die Ranine geschlagen. Vorsorglich. Also fürsorglich. Nein, hat man so ein Flattern, ist jetzt noch niemand gestorben. Sind aber schon Menge auf der Strecke geblieben, weil sie ihre Grenzen nicht kennt haben. Weil ihnen niemand einmal Kotler geputzt hat. Und in dem Sinn
ist der Zorn auch gar nicht schlecht. Weil wenn man es nüchtern und vor allem sachlich anschaut, ist ja der Zorn nichts anderes als ein Ausdruck von Freiheit. Ein Ventil für gestaute Anliegen. Ja? Wenn ich mich unfrei oder eingeengt fühle in meinem Gerechtigkeitsempfinden, ich habe noch den Druck, halt bei mir jemand einmal den Salomon durch. Und zwar alttestamentarisch. Gerade der Letzte hat in der Wirtschaft ein Gefühl gehabt, er müsse mich einengen. Indem er mehr widersprochen hat. Obwohl ich Recht hatte. Und dann jagt es halt bei mir den ganzen Sicherungskasten raus. Als Letzte, wo ich mich noch daran erinnere, ist gesehen, dass er gesagt hat, nein, nein, man kann doch nicht alle Muggelsberge als Gummihals bezeichnen. Und das nächste Bild, das ich im Kopf habe, sind hektische Leute mit gelben Anzügen und ein Licht, das blau blinkt hat. Aber der Sepp lässt mich heute in Ruhe. Und zwar genau darum, weil da mal ihn mit wirklichen Argumenten gekommen ist. Ja, natürlich, jemand einmal fragt man sich dann schon, ob der Sepp oder das andere wieder unbedingt nötig gesehen wäre. Man ist ja kritisch. Mein Gott, wie ist man denn kritisch mit sich? Vor allem, wenn man Nachwuchs hat. Man hat doch eine Verantwortung für die Jungen. Man ist doch auch Vorbild. Ne? Und darum sage ich immer zu meinem Bub, zum Jüngsten, zum Bobeli, ne? Bevor er in den Kindergarten geht, sage ich immer zu einem, du Saubub, du Warndi, well? Nimm dir ein Beispiel am Vater. Schlag nie einfach der Nini. Grandlos. Aber wenn, den gefälligst recht. Und ich will mich jetzt auch nicht unbedingt als aggressiv bezeichnen. Weil Aggressionen haben ja so etwas Anrüchiges und auch etwas Negatives. Aber der Zorn ist doch gerade im Grunde seines Wesens etwas Positives. Weil wenn man ihn ausgelebt hat, wenn man so ein wenig richtig gehend auseinandergenommen hat, dann ist der Dampf draussen. Dann ist die Ruhe im Gebälk. Ja, dann ist mindestens der emotionale Haushalt wieder einmal aufgeräumt. Und fürs Puff in der Wohnung, ja noch, für nebens hat man ja eine Versicherung. Und wir wohnen in einem Quartier mit einem relativ hohen Ausländeranteil. Hat schon gerne durchgehauen. Und man weiss ja, wie unkontrolliert und aggressiv, dass diese eben Ausländer sind. Gell?